Hi, ich bin Katharina und hier ist Newsbuzz. Es sieht jetzt so aus, als wäre Flug MH370 im Indischen Ozean abgestürzt und alle Passagiere wären umgekommen. Familienmitglieder haben eine SMS von Malaysian Airlines bekommen, in der stand, dass jeder umgekommen sei. Such- und Rettungsteams sagen, dass sie weitere schwimmende Teile im Ozean gesichtet hätten. Russische Truppen waren mal wieder umgezogen. Sie haben nun noch ein Militärgelände auf der Krim eingenommen. Die Ukraine hat nun beschlossen, all ihr Militär aus der Gegend abzuziehen. Anfang des Monats hat sich Russland die Krim-Region nach einer Wahl genommen, was der Westen illegal nannte. Der Bann von Twitter in der Türkei geht weiter. Ironischerweise hat die Anzahl der Twitter-User dort nun zugenommen. Sie haben ihren Weg um die Blockierung anscheinend gefunden. Premierminister Erdogan verteidigt seinen Bann und sagt, er habe dies getan, da die Leute über ihn sagten, er sei ein machtgeiler Irrer. Ja, eine tolle Art und Weise, das zu zeigen. Hunderte von Soldaten haben den Selfie-Trend für sich entdeckt. 16.000 Soldaten aus der ganzen Welt haben einem Übungsmanöver in Norwegen teilgenommen. Kampfflugzeuge fliegen und mit Panzern fahren, das kann auf Dauer langweilig werden. Also warum nicht ein paar Selfies machen? Vergesst nicht, wir sind komplett unabhängig und brauchen eure Unterstützung. Ihr könnt mehr Videos auf unserer Webseite finden. Ciao!